Spätes Nachmittagstraining der Bayern an der Säbener Straße. Auch um aus zwei freien Tagen zweieinhalb werden zu lassen. Eine Zeit, die die Profis nur zu gerne nutzen, um abzuschalten, den Kopf frei zu bekommen, um sich dann mit vollem Elan den kommenden Aufgaben zu widmen. Zum Beispiel den neuen Pflichtspielen allein im Monat April. Mit dabei beim Training auch wieder Marco Friedl. Und das ab sofort wohl regelmäßig. Der 18-jährige österreichische U19-Nationalspieler hat nämlich jetzt einen Lizenzspielervertrag beim FC Bayern mit einer vierjährigen Laufzeit bis 2021 unterzeichnet. Herzlich willkommen bei den Profis, Marco. Er ist in der U19 einer der Schlüsselspieler und hat sich speziell auf seiner Position, Innenverteidigung oder linker Verteidiger, gut entwickelt. Er hat einige Trainingseinheiten ja auch schon dieses Jahr absolviert mit der Mannschaft von Carlo Ancelotti und ist dabei immer positiv aufgefallen. Und dementsprechend war das natürlich eine Entscheidung, die wir auch freudig zur Kenntnis nehmen, dass jetzt ein Spieler von unten aus der Nachwuchsabteilung eben den Sprung wieder nach oben schafft. Friedl wird somit sicher auch bei der diesjährigen Asienreise des FC Bayern mit von der Partie sein. Unter dem Motto Visiting Friends geht es vom 16. bis 28. Juli auf der Audi Summer Tour 2017 zunächst nach China und dann weiter nach Singapur. Vier Spiele gegen die beiden Londoner Clubs Chelsea und Arsenal sowie gegen AC und Inter Mailand stehen dort unter anderem auf dem Programm. Ein volles Programm haben derzeit auch die Fußballfrauen des FC Bayern. Vor den beiden Champions-League-Spielen gegen Paris Saint-Germain kommt es noch zweimal zum Aufeinandertreffen der beiden besten und erfolgreichsten deutschen Mannschaften der vergangenen Jahre, FC Bayern und VfL Wolfsburg. Am Sonntag in der Bundesliga in Wolfsburg und morgen Abend bereits im Stadion an der Grünwalder Straße im Pokalviertelfinale. Für alle diejenigen, die zu diesen vorweggenommenen Endspielen nicht ins Stadion kommen können, der Hinweis: Unser TV-Sender FC Bayern TV Live überträgt das Spiel mit ausführlicher Rundumberichterstattung live und exklusiv ab 18.50 Uhr. Jetzt geht's im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den VfL Wolfsburg. Kommt alle und unterstützt uns im Grünwalder Stadion. Oder seid exklusiv dabei bei FC Bayern TV Live.